Meinungsfreiheit. Ist sie ein Eckpfeiler der Demokratie oder Freifahrtsschein für Hass und Hetze? Hass im Netz generiert weiteren Hass. Aus Desinformation kann auch Hass entstehen. Und aus digitalem Hass kann analoge Gewalt werden. Wie soll man jetzt mit dieser Meinungsfreiheit umgehen? Erlauben? Beschränken? Und ich bin dafür, dass wir X endlich unter öffentliche Aufsicht stellen, dass solche Institutionen nicht ungebremst einfach tun und lassen können, was sie wollen. Oder gleich komplett verbieten. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Alles in diesem Video. Bleibt dran. Meine geliebten PenisträgerInnen und SitzpinklerInnen. Die Gedanken sind frei. Nicht erschrecken. Das ist keine verbotene Parole. Ich weiß, bei dem Wort frei zuckt man erstmal zusammen. Aber nein. Die Gedanken sind frei und der Spruch auch. Aber eigentlich ist das gar kein Spruch, sondern ein Lied. Und dieses Lied wurde in der deutschen Geschichte schon öfter gesungen oder gespielt und immer dann, wenn es zu staatlichen Überwachungen oder Restriktionen gegenüber seinen Bürgern kam. Also beispielsweise Sophie Scholl spielte dieses Lied. Ja, und im Zuge der friedlichen Revolution in Zeiten der DDR, da wurde dieses Lied auch gesungen. Ja, und heute? Wie ist denn das heute so mit den Gedanken und der Meinungsfreiheit? Nur 40% der Deutschen glauben, Meinung frei äußern zu können. Noch nie gab es in der Bundesrepublik so große Bedenken, politische Meinung frei zu artikulieren. Nur Anhänger der Grünen sind noch von der Meinungsfreiheit überzeugt. Ich würde behaupten, es gibt kein freieres Land, wo Leute ihre Meinung äußern können. Seit dem Fall der Mauer, als 1990 noch 78% der Deutschen diese Frage ausgesprochen zuversichtlich beantworteten, sind die Werte zunächst mit der Regierung Schröder, dann unter Merkel stetig gefallen, um nun zur Halbzeit der Ampel ihren historischen Tiefpunkt zu dokumentieren, schreiben die Autoren der Studie. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, sind es Aussagen wie die nachfolgenden, die genau dieses Gefühl bei den Menschen verursachen. Wir wollen außerdem den Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social-Media-Plattform gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Oh, das klingt ambitioniert und nach einem Plan. Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber diese Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sind Meinungen. Ja, und die sind wiederum von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ob sie mir gefallen oder nicht und ob sie von einem Demokratiefreund oder Feind kamen, das spielt dabei ehrlich gesagt auch gar keine Rolle. Wäre es in diesem Zusammenhang nicht total schön, wenn es etwas gäbe, was mir helfen könnte zu wissen, was noch eine erlaubte Meinung ist oder eben strafbarer Hass. Aber wo liegt eigentlich diese Strafbarkeitsgrenze? Also Globus wird mir ja dann nicht weiterhelfen können. Von daher, es wäre schön, wenn es da irgendwas gäbe. So ein Nachschlagewerk oder ja, so ein Gesetzesbuch, richtig, in dem dann die normierten Fehlverhaltensgrenzen drin stünden, indem man halt einfach immer nachgucken kann. Und wie könnte man denn sowas auch gleich noch nennen? Ja, Strafgesetzbuch. Ja, das wäre doch klasse. Ach, haben wir schon. Das heißt sogar genauso. Ach so. Okay. Aber dann haben wir doch schon ein Mittel, mit dem man strafrechtlich relevante Meinungen bestrafen kann. Also Meinungen, die quasi über die Meinungsfreiheit hinausgehen und dann nicht mehr in Ordnung sind. Dann verstehe ich nicht, warum wir jetzt von Meinungen sprechen, die unterhalb dieser Strafbarkeitsgrenze liegen. Die sind doch dann aber eigentlich erlaubt. Aber wer legt das denn dann noch fest, was dann auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze problematisch ist und wie man dann mit diesen Menschen verfährt? Geschenkt. Und passend zum Thema ist das sicherlich einfach bloß eine Einzelmeinung. Und die darf man ja schließlich haben. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Oh, Verhöhnung klingt aber gar nicht gut. Das klingt ja richtig gemein. Nee, das ist nicht in Ordnung. Ja, wobei eigentlich auch
da natürlich das Strafgesetzbuch uns doch sagen können muss, was da in Ordnung oder eben einer zu viel ist. Ja, und wenn das eben nicht weiterhilft, ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch schon mal was dazu gesagt. Die sagen nämlich, dass grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik an der Bundesregierung rechtlich zulässig ist. Die Hürden für eine Untersagung der Äußerung liegen in dieser Konstellation höher als in einer privaten Auseinandersetzung, da die Grundrechte keinen Ehrschutz für den Staat gewähren, wie dies bei Bürgerinnen und Bürgern der Fall ist. Na also, alles halb so schlimm. Ja, dann ist doch jetzt aber ganz klar geklärt, was die Meinungsfreiheit, ja und oder auch die Pressefreiheit darf, richtig? Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen ihnen ihre Einnahmen entziehen. Wir wollen ihnen die Waffen wegnehmen. Kurz, wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um unsere Demokratie zu schützen. Oh, das klang jetzt aber für meine Ohren wie so eine verschlüsselte Botschaft, als ob damit schon in die Zukunft gedacht irgendein bald eintretendes Ereignis gemeint sein könnte. Ja, aber nur was? Ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Okay, ja, okay. Zerschlagen? Check. Einnahmen entzogen? Check. Waffen weggenommen? Check. Und damit treffen sie sich an ihrer empfindlichsten Stelle. Soll mal einer von denen noch versuchen, sich an einen Schreibtisch zu setzen und irgendwelche Zeilen zu schmieren? Schreibtisch weg, Stühle weg. Damit sind sie am Ende, ein Nichts. Der Sache ist ein finales Ende gesetzt und selbst schuld. Oder nicht? Also wir sehen, was ganz problematisch und ganz heikel ist, nämlich eine Regierung verbietet ein Pressemedium, das regierungskritisch ist. Das kennen wir eigentlich eher aus autoritären Staaten. Und wir haben in Deutschland die Pressefreiheit, das Grundrecht der Presse, die sehr weit reicht. Und deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht das immer wieder betont, ohne freie Presse gibt es keine Demokratie. Punkt. Und wir sehen jetzt, dass die Innenministerin da eingreift. Es ist natürlich so wie bei jeder Freiheit, auch die Pressefreiheit ist nicht völlig unbegrenzt, sie hat auch Grenzen. Aber man darf in die Pressefreiheit nur eingreifen, wenn es strikt verhältnismäßig ist und wenn es wirklich um was Wichtiges geht. Und diese Abwägung spart sich die Innenministerin. Die Innenministerin praktiziert nämlich einen Trick. Der Trick ist, sie definiert die Redaktion und den Verlag von Kompakt als Verein. Und dann sagt sie, jetzt darf ich Vereinsrecht anwenden und dann verbiete ich Kompakt als Verein. Ein Verein zu verbieten ist nicht so schwierig und ein normaler Verein ist auch nicht geschützt von der Pressefreiheit. Sie umgeht sozusagen durch diesen Trick, dass sie sich aufs Vereinsrecht stützt, die Pressefreiheit. Und das ist juristisch völlig inakzeptabel. Ach so? Ja, das klingt ja jetzt so, als ob das, was da passiert ist, vielleicht doch nicht ganz so in Ordnung war oder vielleicht nicht rechtlich ganz sauber gelaufen ist. Auch das wieder nur so eine Einzelmeinung. Und ja, Meinungen darf man haben. Aber ganz ehrlich, das sollen doch bitte Gerichte entscheiden. Oh, das Verbot wurde in Teilen aufgehoben durch ein Gericht. Ach so, also war dann vielleicht doch nicht alles so ganz okay. Das ist aber unangenehm. Na gut, aber das war jetzt auch nur ein Verbot von einem einzigen Pressemedium. Also genau genommen im Kampf gegen falsche Meinungen viel zu wenig. Also da reicht ein Medium zu verbieten doch nicht. Am besten gleich das ganze Internet. Aber ja, Stück für Stück natürlich, der Reihe nach. Vielleicht fangen wir erst mal mit X an. Und ich bin dafür, dass wir X endlich unter öffentliche Aufsicht stellen, dass solche Institutionen nicht ungebremst einfach tun und lassen können, was sie wollen. Und dieser Milliardär zeigt uns doch, wie verächtlich er uns findet und wie verächtlich er gesellschaftliche Verhältnisse macht. Ja, man darf doch wohl noch Wünsche und Träume haben. Überlegt doch mal. Eure Meinungen gehen euch doch nicht verloren. Die Gedanken sind schließlich frei. Eure Gedanken dürft ihr doch haben.
behaltet sie einfach hier drin. Warum muss man denn auch immer seine Meinung sagen müssen? Es reicht doch, wenn man sie denkt. Und was soll schon passieren? Also, ja, nur weil man seine Meinung sagt und vielleicht versucht, wissenschaftliche Entscheidungen und Entwicklungen in Frage zu stellen, die ja wiederum zu einem Diskurs führen würden und dann vielleicht auch ein Umdenken stattfindet, ja, oder man sich dadurch weiterentwickeln könnte oder man vielleicht auch einfach Kritik übt an Dingen, wie sie ablaufen oder an Missständen in der Gesellschaft oder, ja, ihr wisst ja die Problemfelder, die es so gibt. Warum muss man darüber immer reden? Warum denn? Ganz leise, wie gesagt. Mit sich selbst kann man das doch ausmachen. Das ist schon egoistisch von euch. Deswegen sage ich, diese Form von Vermögen braucht ein Gegengewicht. Und zwar eins von den vielen. Wir sind stärker, Millionen sind stärker als Millionäre. Und deswegen, wer nicht kämpft, hat verloren. Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, der wird die Niederlage teilen müssen. Ja, und ihr habt es ja auch gehört. Millionen sind stärker als Millionäre. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, und für einen Moment dachte ich wirklich, er wollte Krieg sagen, aber hat er ja nicht, der muss die Niederlage teilen. Aber der beste Satz kommt erst noch. Ich bin froh, in einer Linken zu sein, die sich gerade macht, sich aufstellt, in den Europawahlkampf geht, deutlich macht, wir lassen keinen in der Gesellschaft weg. Finde ich klasse, dass die Linken keinen weglassen. Das ist super toll von euch. Blöd ist es bloß, dass die Gesellschaft oder die Wähler besser gesagt euch das wohl nicht so danken und das irgendwie anders handhaben. Denn laut aktuellen Wahlumfragen, ja, da sieht das um die Linken nicht so gut bestellt aus. Manchmal ist es auch einfach unfair. Aber ja, vielleicht können euch die Millionen im Kampf gegen die Millionäre noch dabei helfen und das Ding für euch noch drehen. Aber wenn die für euch nicht an den Wahlurnen kämpfen, ja, dann hat man ja schon verloren. Und wenn sie überdies sogar zu Hause bleiben, wenn der Kampf beginnt, dann müsst ihr euch die Niederlage ja sogar teilen. Aber wisst ihr, was ich mich wirklich frage? Was wohl andere Politiker zu diesem Themenfeld Meinungsfreiheit sagen würden? Ja, schon klar. Manche würden sich gar nicht mehr daran erinnern und andere wiederum würden zumindest in der Öffentlichkeit eine Meinungsverbotszone einrichten wollen. Die nächsten würden wieder feststellen, dass sich die Meinungen heutzutage aber auch um 360 Grad gedreht haben und ein anderer würde vielleicht sagen, dass die einzige Hilfe und Rettung die Wärmepumpe ist. Ja, ihr seht. Wird schon. Und eigentlich sollten wir über solche Diskussionen hinweg nicht vergessen, was die eigentlich wirklich wichtigen Dinge des Lebens sind. Denn die verlieren wir gerade völlig aus den Augen. Moin, heute ist der vorletzte Tag vom Klimacamp und wir haben heute unser sogenanntes Gehzeug fertig gebaut. Gehzeuge sind so Holzgestell, wie ihr sehen könnt, das ist so etwas, was ich gerade trage. Das soll so die Größe von einem Auto darstellen und zeigen, wie viel Flächenverbrauch Autos in der Stadt verursachen. Und tatsächlich sind die meisten Autos noch größer als das hier, aber aus lagertechnischen Gründen haben wir das ein bisschen kleiner gemacht. Aber wir denken, dass auch so ganz schön offensichtlich ist, wie viel Platz so ein Auto, was in der Regel nur von einzelnen Personen besetzt ist, einnimmt. Und weil Millionen stärker sind als Millionäre, lasse ich euch heute eine millionenfache Portion Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.